Ich bin heute für euch im Tierheim in Düsseldorf. Und heute habe ich mal ein bisschen Verstärkung dabei. Könnt ihr euch kurz vorstellen? Ja, ich bin die Annette Gresorio und ich bin seit November 2012 hier die Hundetrainerin im Tierheim. Ich bin die Melanie Gordon, bin seit fast 20 Jahren hier im Tierheim und derzeit die stellvertretende Bereichsleitung für die Hunde. Und wer hier noch ein schönes Zuhause sucht, das seht ihr jetzt. Der Jungspund Hector sucht zusammen mit seiner 4 Jahre alten Mama Mel ein neues Zuhause. Hector hat bisher noch nicht viel kennengelernt, aber der kleine Kerl möchte viel lernen und sucht aktive Menschen, die ihm die Welt zeigen. Der 8 Monate alte Wirbelwind braucht viel Liebe und Geduld. Hector ist sehr freundlich zu Menschen und gut mit anderen Hunden verträglich. Mel kann leider nicht alleine zu Hause bleiben, da sie das noch nicht gelernt hat. Sie fährt aber sehr gerne im Auto mit und ist daher auch bequem mobil. Gemäß Mels und Hectors Rasse und Alter brauchen beide viel Auslauf und Bewegung. Außerdem hätten die zwei auch bestimmt Spaß in einer Hundeschule. Als freudige Laufhunde hätten sie wahrscheinlich auch Lust, auf einer Windhundrennbahn richtig Gas zu geben. Der Umgang mit Kindern ist für die beiden Podenkos auch überhaupt kein Problem. Wie kann man denn jetzt mit euch in Kontakt treten? Ja, am besten über unsere Internetseite tierheim-düsseldorf.de. Oder während unserer Öffnungszeiten jeden Tag von 12 bis 16 Uhr, außer dienstags und sonntags, da ist unser Tierheim geschlossen.